Bundesversammlung ist eröffnet. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen in Deutschlands Hauptstadt Berlin, begrüße die Mitglieder der Bundesversammlung, begrüße zahlreiche ausländische Gäste, unter ihnen die Botschafter und Mitglieder der ausländischen Missionen, die Mitglieder der Regierung und des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ferner grüße ich alle, die hierher gekommen sind oder die am Bildschirm und Rundfunk Zeugen der Wahl des deutschen Staatsoberhauptes sind. Nach Artikel 54 Absatz 3 des Grundgesetzes besteht die Bundesversammlung aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden. Die Bundesversammlung besteht also aus 521 Mitgliedern des Bundestages und 521 von den Länderparlamenten gewählten, insgesamt 1042 Mitglieder. Es entsenden die Länder Baden-Württemberg 73 Mitglieder, Bayern 89 Mitglieder, Berlin 20 Mitglieder, Bremen 6 Mitglieder, Hamburg 17 Mitglieder, Hessen 45 Mitglieder, Niedersachsen 61 Mitglieder, Nordrhein-Westfalen 147 Mitglieder, Rheinland-Pfalz 32 Mitglieder, Saarland 10 und Schleswig-Holstein 21 Mitglieder. Die Regierung der Bundesversammlung. Der Paragraph 8 des Gesetzes über die Wahl des Bundespräsidenten vom 25. April 1959 bestimmt, der Präsident des Bundestages leitet die Sitzungen und Geschäfte der Bundesversammlung. Auf ihren Geschäftsgang findet die Geschäftsordnung des Bundestages sinngemäße Anlass.